Entonces, que cada quien lleve algo y nosotros, por ejemplo, hacemos la ceremonia interna dentro del temazcal. Y tú lo que sí necesitas tener en el altar, que sería acacia amaranto. No. El dulce nativo de acá, ¿cuál sería? ¿Trigo mezclado, trigo remojado? ¿Qué sería? ¿El dulce? ¿El dulce de acá? ¿O el pan o lo que tú necesites? Que en el altar hayan flores, hayan frutos, hayan semillas, haya el dulce nativo. Dann ist das Musikzelt, das Heilerzelt, das ist ein bisschen eingesackt. In dem Tipi haben wohl Älteste gewohnt. Dort ist eine Art Platzhüter. Die meisten Zelte sind schon abgebaut. Großer Stamm. Setzerin kommt. Super, dass du da bist. Die haben sich hier gerade noch was zu sagen. Wie heißt du? Ich heiße Ruth. Magst du vielleicht auch schon mal was sagen, wie für dich die Kiva die 4 Tage waren und was deine Aufgabe hier war? Ich bin der Vorbereiter immer mit dabei und helfe die Kiva vorzubereiten, also dass alles fertig ist. Zum Beispiel die Bilder. Also warst du auch von Anfang an dabei und hast auch mitgemalt, oder? Ja, ich war sogar dabei, wow, als wir sie ausgehoben haben. Wow, echt? Ja. Bist ja ganz von Anfang. Also darf ich vielleicht noch so ein bisschen fragen, was dich dazu gebracht hat? Und warst du vorher auch schon mal in Mexiko und hast dort auch die Sprache gelernt? Ich habe Wurzeln der Erde in Chile kennengelernt, das war 2010. Ich bin da irgendwie ausgekommen und habe mitgeholfen und bin nach Deutschland gekommen und habe gehört, dass es hier auch einen Feuerkreis gibt, der mit Heriberto zusammenarbeitet. Die haben eine Visionssuche gemacht 2011 und dann bin ich halt hergekommen. Ja, und dann haben die Leute von Österreich mit nach Chile genommen. George, Nicole, dabei Tina, glaube ich auch. Da so eine Gruppe und dann haben sie es dort gesehen und es war klar, okay, wir brauchen das hier. Und dann haben wir das halt, ja, und jetzt das ist die Kiva für dich und ich bin total beeindruckt von den Bildern und von dieser Darstellung der Erde und den vielen kleinen Männchen und gerade gesehen, dass die ersten schon weggewaschen wurden. So schade, die Vergänglichkeit, zum Glück auch auf Foto, aber es ist in den Herzen aller, die da waren. Ja, danke. Das Bild ist, also habe ich. Hast du gemacht? Ja, ich habe nämlich gerade gefragt, wer hat's gemacht und da bist du. Wow, so, so, so schön. Ja, ich weiß nie, also ich komme immer hierher und ich weiß nicht, was da für Bilder reinkommen. Mhm. Ich gebe nur meine Hände, das sind quasi die Werkzeuge und es macht sich dann von selbst, was dort halt sein soll. Was das vielleicht, ist so ein ist. Symbolbild und ich hoffe, dass es auch vielleicht nochmal um die Welt geht, weil das einfach so viel aussagt. Ne? So viel Begegnung, Herzbegegnung irgendwie ausdrückt und alle Stämme haben ihren Platz und so. Ne? Ja, soll auch darstellen, dass wir die Kinder von der Mutter Erde sind und ich habe ziemlich lange auch gedacht, dass wir so eine Art Parasit sind auf der Erde, aber vielleicht kann man diesen Gedanken auch verändern, dass wir auch die Früchte sind und die Kinder. Und das kreiert halt eine viel schönere Realität. Und wenn wir uns auch so behandeln, wenn wir spielen, die Kinder sind und Aufmerksamkeit auf die Natur. Erzähl noch, wie es für dich war und auch dann zu erleben, wie die Menschen es geehrt hat und wie der Altar da war. Und was waren das für Gefühle und Erlebnisse für dich? Also, ja, vielleicht sagt das am meisten aus. Ich bin hierher gekommen, ich war schon fast so 2,5 Wochen vorher da, bevor das angefangen hat. So lange, ja. Und ich bin ein Jahr nicht hier gewesen und als wir ankamen im Auto, bin ich ausgestiegen. Ich habe nur von oben in die Kiva geschaut und schon angefangen zu heulen. Dann bin ich runtergegangen und es war so,
mein Körper hat sich so... Also aus Freude, nicht weil es irgendwie versaut war, das Bild vom letzten Jahr, sondern einfach, weil die Energie so stark ist, oder? Nein, nur dieser Ort, und der hat mir dann meine Lunge so, meine ganze Luftkörper so... Und ich habe so richtig eingeatmet und dann ist mir vielleicht bewusst geworden, oh, wie lange hatte ich denn die Luft angehalten das ganze Jahr? Echt? Wow. Für mich ist es ein besonderer Ort. Es liegt nicht an den Bildern oder irgendwas. Und es ist auch nicht so, als wäre es so, dass ich jetzt da ein Bild gemacht habe. Es ist egal, ich mache es nur für den Moment. Es ist vielleicht eine Art und Weise, das dazu beizusteuern. Eine ganz zentrale. Also... Ich glaube, ohne das Bild wäre es nicht halb so schön gewesen in meiner Wahrnehmung. Danke. Also es war ganz, ganz zentral und alle Gegenstände sind jetzt damit aufgeladen und auch ein ganz wichtiger Gegenstand für mich. Da werde ich immer an dich denken, an das Bild. Die Meerjungfrau hat André gemacht. Wer ist das? Er ist aus der Schweiz gekommen, er ist eigentlich direkt hier in die Kiva reingepurzelt, der wusste von nichts, ist gekommen und stand dann plötzlich da an. Er hat dieses Bild gemacht. Der Schmetterling ist von Jessica, läuft hier irgendwo rum. Und Sabine hat es auch mit Mord gemacht. Und wir haben uns zusammen halt. Für mich war auch die Meerjungfrau ganz. Ja, wie so ein Geschenk, weil ich hatte so eine Vision, dass wie so ein anderes Ich irgendwo eine Meerjungfrau war. Also die ist inzwischen, also es ist auch eine traurige Geschichte, weil die scheint es wirklich zu geben und werden auch gejagt vom Militär und so. Aber wir haben eben auch in der Schwitzhütte für sie gesungen und für die Oshun und Jemaya, für die Göttinnen und so. Und ich hatte das Gefühl, dass er alles zusammen, ist es zusammengeflossen, ne? So eins zum anderen. Und ich weiß nicht, ob du warst auch in der Schwitzhütte, oder? In der Frauenschwitzhütte? Ja. Ja, aber ich bin erst ab der zweiten Runde. Hi. Wie war das für dich? Voll schön. Ja. Ich fand es sehr schön, irgendwie hatte ich so die Erkenntnis, dass. Ja, dass die, zum Beispiel die Claudia hat sich ja bedankt, dass sie, als sie hergekommen ist, schon die Hoffnung, die Menschheit verloren hat. Das war ihr Gefühl und dass die Arbeit das auch wiedergegeben hat. Und dann wurde mir vielleicht bewusst, so, okay, es ist nicht nur in eine Richtung, sondern es wirkt halt so. Also sie kommen nicht nur her, um uns was Gutes zu tun und uns zu beten, was ich fühle, sondern wir sogar, was sie gedacht hätte, geben ihnen was und sie heilen sich selber auch. Das ist gut zu wissen. Ich muss nah dran wegen Mikro. Wunderbar, ja. Und wie geht es für dich weiter? Wie verändert das dein Leben, deinen Alltag? Wie bringst du das ein? Wie lebst du jetzt? Machst du auch beruflich was in der Richtung? Nee. Ich bin Goldschmiedin, ich gehe noch zur Schule. Ja. ich glaube, es ist so ein innerer Prozess. Die ganze Erfahrung mit und strahlt sie halt aus. Und ich glaube, so ist es am besten, wenn man sie mit den Mitmenschen teilt. Halt einfach so dieses Gefühl innen drin mitzunehmen, weil die anderen Menschen fühlen das. Man muss auch nicht viel sagen, wenn jemand fragt, gerne. Das stimmt. Das habe ich heute gesehen. Darf ich kurz sagen? Ich konnte ja nicht hierbleiben, weil ich nicht zum Staff gehöre und habe dann eine Unterkunft gesucht und erstmal keine gefunden und bin dann richtig geführt worden in so einen Wellness-Tempel für Frauen, La Pura, und da waren halt dann wunderschön, alles perfekt, das tollste Frühstück. Aber als ich die Frauen sah, sah ich so stark den Unterschied zu den Frauen hier. Die haben Geld und zahlen da viel Geld und bekommen da irgendwie so eine, ich sag mal, materielle Fülle und Schönheit. Aber das, was hier ist und wie hier die Augen gestrahlt haben, da haben die keine Ahnung von, habe ich den Eindruck. Und da hat man überlegt, wie diese Brücke geschlagen werden kann, obwohl ich schon so kleine Brücken sehe, da werden die Sonnentor, Kräuter verkauft, da wird schon was in der Richtung gemacht, ja? Aber so wie die, ne, so immer mehr Frauen halt auch von dieser Wildheit und Natur angesteckt werden und dass man gar nicht viel Geld braucht, um sich wie Königin
mit Mutter Erde zu fühlen. Nicht Mann, sondern Frau. Ich glaube, es hilft, also mir kommt so vor, es hilft den Menschen, wenn ich zum Beispiel einfach umarme. Mhm. Und ja, das bewirkt schon voll viel. Und wenn, genau. Und einfach schauen, dass es ihnen gut geht, einfach Liebe verschenken. Genau. So, jetzt holen wir Nubia und machen das Interview. How do you hear me? It's clear, it's noisy. It's not work